Hallo und willkommen zum letzten Uni-Vlog in 2022. Diese Woche ist so ziemlich die letzte, zumindest normale Uni-Woche, weil wir nächste Woche, ich glaube, nur noch einmal einen Kurs haben und eine Vorlesung. Und danach beginnen für uns dann schon die Weihnachtsferien, glücklicherweise. Ich bin echt ziemlich urlaubsreif, muss ich sagen. Ich habe heute nur zwei Vorlesungen, ansonsten nichts. Dementsprechend werde ich den Tag heute nochmal nutzen, um ja, einiges aufzuholen, ein paar Ankis zu schreiben, ein bisschen was durchzugehen, weil wir diese Woche auch nochmal Limette bzw. Oskis haben, das, was wir im letzten Vlog auch schon hatten, nur halt diesmal in der Kardiologie und nicht in der Allgemeinmedizin wie letzte Woche. Und da muss man sich schon gut drauf vorbereiten, von daher werde ich den Tag wohl gefüllt bekommen. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal den Stand der Dinge bei mir. Übrigens, ich habe eine richtig coole neue Handyhülle. Guckt euch die mal an. Die ist tatsächlich von Burger, dem Sponsor des heutigen Videos. Aber mehr dazu später, denn erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau, hier seht ihr jetzt meinen Lernkalender. Den habe ich euch ja auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Da trage ich jeden Tag alle meine Veranstaltungen ein, zu denen ich eben was nachbereiten muss. Auch die Veranstaltungen, bei denen ich nicht war. Einfach, damit ich den Überblick behalte und nicht nachher ein Thema versehentlich auslasse. Genau, und diese Methode hat sich bei mir wirklich bewährt. Besonders wenn man eben nicht jede Vorlesung anguckt, würde ich das schon empfehlen, zumindest einen groben Überblick zu behalten. Wenn man hier auf Board View geht, kann man auch noch mal viel besser auf einen Blick sehen, was ich schon geschafft habe und was ich noch nacharbeiten muss. Also hier in der Spalte nachbereitet seht ihr, was ich alles schon nachbereitet habe. Und glücklicherweise ist das doch mittlerweile die große Mehrheit, was mich schon mal ein bisschen beruhigt. Hier in der Spalte seht ihr dann das, was ich noch nachholen muss. Dazu kommt dann natürlich noch die Vorlesung von dieser Woche. Und mein Ziel ist es, diesen Gehörtstapel bis Weihnachten abgearbeitet zu haben, damit ich dann eben in den Januar reinstarten kann und komplett sozusagen auf Zero bin und nicht noch Altlasten anhängen habe. Außerdem seht ihr hier ja, dass ich eine neue Kategorie erstellt habe, und zwar die Ignoriert-Kategorie. Da ordne ich Vorlesungen rein, wo entweder keine Folien vorhanden sind oder wo die Folien nicht meinen Vorstellungen entsprochen haben und mit denen ich nicht so gut arbeiten konnte. Oder aber wenn ich zu einem Thema nicht so viel gefunden habe, zum Beispiel auf Amboss. Und auch einfach, weil ich mittlerweile mehr der Meinung bin, dass man Prioritäten setzen muss. Vor allem, weil die Masse an Informationen in der Klinik ist doch mehr und größer als in der Vorklinik. Das klingt vielleicht erstmal verwirrend für Leute, die in der Vorklinik sind, weil man sagt ja eigentlich immer, in der Klinik wird alles besser. Das ist auch so. Also generell, der Alltag ist viel entspannter und vor allem auch spannender von dem, was man lernt. Aber wenn man sich jetzt rein an der Masse von Fakten und Informationen orientiert, dann ist es schon mehr in der Klinik als in der Vorklinik, finde ich zumindest. Ja, ich glaube, so richtig checkt man das erst, wenn man wirklich in der Klinik ist, wie genau da das Verhältnis ist und warum es trotzdem entspannter ist, auch wenn man potenziell mehr lernen muss. Übrigens, sorry für meine Stimme, ich bin seit ein paar Tagen leider wieder ein bisschen angeschlagen. Bei mir ist irgendwie gerade echt der Wurm drin, was meine Gesundheit angeht, was ich auch eigentlich so nicht kenne, weil ich eigentlich immer eine Person war, die sehr selten krank war. Aber momentan sucht es mich wirklich irgendwie alle paar Wochen heim. Aber zurück zum Thema. Genau, deswegen habe ich die Ignoriert-Kategorie erstellt, weil ich eben diese Themen irgendwie raushaben wollte aus dem Gehörtstapel, damit mir sozusagen nicht mehr angezeigt wird, was ich machen muss, als ich eigentlich machen muss, einfach für mein own peace of mind. Aber gleichzeitig wollte ich sie nicht in den Nachbereitet-Stapel stecken, weil das ja auch nicht stimmt. Deswegen habe ich ja eine eigene Kategorie erstellt und mir ist leider kein besserer Name eingefallen als Ignoriert. Genau, und sobald ich dann die Ankis tatsächlich durchgehe, werden dann hoffentlich nach und nach die Themen in den Gelernt-Stapel verschoben. Betonung auf hoffentlich. So, ich mache mich jetzt mal auf in die Vorlesung. Es geht heute um Reha, wie heißt das offiziell? Rehabilitation, physikalische Therapie zum Thema kardiale Reha. Schauen wir mal, was wird. Was wird? So, ich komme gerade aus der Vorlesung und ich kann euch ehrlicherweise nicht super viel dazu erzählen, weil Reha halt, ne? No front. Bevor mein zartes Stimmchen jetzt wieder versagt, wollte ich euch ja noch etwas zum Sponsor des heutigen Videos erzählen. Und zwar Burger. Burger ist eine Marke, die wirklich wunderschöne und vor allem qualitativ sehr, sehr hochwertige Handyhüllen herstellt. Beziehungsweise tatsächlich nicht nur für das Handy, sondern zum Beispiel auch für Laptops, für iPads und auch für AirPods.
Im Rahmen dieser Kooperation durfte ich natürlich auch ein paar Produkte für euch testen, weil wir wollen euch ja hier keinen Mist verkaufen. Ich habe hier einmal eine Hülle vom Tough Type, die sind zweischichtig, also innen haben wir eine Silikonschicht, außen eine sogenannte Hartschale, die auch einmal eben komplett rumgeht um das Handy und es somit auch sehr gut schützt. Und die Hülle, die ich gerade auf meinem Handy drauf habe, ist eine Hülle vom sogenannten Elite Type. Die sieht meiner Meinung nach nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern sie bietet eurem Handy auch wirklich den maximalen Schutz, weil sie so konzipiert ist, dass sie zum einen eine sehr, sehr gute Stoßdämpfung besitzt und zum anderen seht ihr hier außen eben auch so ein Punktmuster aus Silikon, was euren Grip, wenn ihr das Handy in der Hand haltet, nochmal verbessert, sodass euer Handy im Prinzip einen doppelten Schutz hat vor einem Sturz. Was tatsächlich für mich auch ein großes Kriterium ist, weil ich einmal ein Handy so kaputt gemacht habe, leider, indem es gefallen ist. Und da hatte ich tatsächlich auch keine gute Hülle auf meinem Handy, weswegen das dann auch zersprungen ist, mehr oder weniger. Dann habe ich noch eine Hülle fürs MacBook und ein AirPod Case getestet. Und das AirPod Case ist tatsächlich mein Favorite. Ich liebe das Design einfach. Also es sieht irgendwie so echt und hochwertig aus. Und vor allem erinnert es mich an einen meiner Lieblings-Barbie-Filme, und zwar Prinzessin und das Dorfmädchen, wo die am Ende diese Kristalle finden und dann das gesamte Königreich damit aus einer finanziellen Notlage befreien. Allgemein findet ihr bei Burger wirklich eine riesige Auswahl an Designs für über 100 verschiedene Handymarken. Also das sei nur erwähnt, bevor ihr jetzt denkt, dass Burger nur Hüllen für Apple-Produkte herstellt. So ist es nämlich tatsächlich nicht. Falls ihr also daran interessiert seid, dann schaut auf jeden Fall mal bei Burger vorbei. Mit meinem Code, den ich unten auch nochmal verlinken werde, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. An der Stelle natürlich nochmal vielen lieben Dank an Burger dafür, dass ich eure Hüllen testen durfte und dafür, dass ihr das Video hier gesponsert habt. Tag. Ich bin tatsächlich gerade in Münster angekommen, weil ich gleich ein Angiologie-Praktikum habe. Jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, what the heck ist Angiologie? Bei dem Praktikum geht es eigentlich nur darum, dass wir lernen, einen richtigen Pulsstatus zu erheben. Da sind Leute. Also im Prinzip, dass wir lernen, alle peripheren Pulse zu tasten, weil es gibt ja nicht nur den Puls am Handgelenk, es gibt den auch noch an ganz vielen anderen Stellen. Und das haben wir im ersten Praktikum an uns gegenseitig geübt und ich denke mal, heute wird es am Patienten passieren. Zumindest findet es im Uniklinikum statt. Da gehe ich mal schwer davon aus, dass wir Patientenkontakt haben werden. Genau, dafür muss ich mich jetzt aber erst noch testen gehen. Deswegen werde ich mich jetzt mal wohl dahin begeben. Hallo alle miteinander. Entschuldigt bitte mein Aussehen. Mir wurden leider jegliche Nerven geraubt heute. Dementsprechend ist es mir gerade relativ egal, wie ich aussehe. Ich bin auch gerade erstmal dabei, mir ein bisschen Frustrationsessen zu kochen. Deswegen, ich entschuldige das Gebrutzel im Hintergrund. Das geht gerade nicht anders. Ich kann euch leider nicht allzu viel erzählen, weil ich sonst eventuell exmatrikuliert werden würde, wenn ich jetzt hier offen und ehrlich meine Meinung preisgeben würde. Sagen wir einfach, das Angiologie-Praktikum hat nicht unbedingt meinen Erwartungen entsprochen. Manchmal, Leute, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich so ein bisschen in Versuchung, am Ende des Studiums, beziehungsweise dann, wenn ich meine Approbation fest in der Hand habe und ich sie auch nicht mehr verlieren kann, mal so ein richtiges Rant-Video zu drehen und mal so alles zu spillen, jeden einzelnen Tee und alles zu revealen, was schief läuft. Mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht sagen. Ich werde mir jetzt einfach noch einen schönen Abend machen, ein bisschen runterkommen, was Schönes essen und ein bisschen Serie gucken. Ja, und dann auch schlafen, weil morgen geht es auch schon wieder früh raus, weil wir um 8.15 Uhr ein Seminar haben. Morgen wird, glaube ich, generell ein ziemlich busy day, weil ich morgen auch noch einen Call habe mit meinem Steuerberater, because I'm an adult. Oha, ich habe keine Lust mehr, Leute. Ich
will nicht mehr. Ich will einfach frei haben. Ich muss auch ehrlich sein, mir ist es heute Morgen echt ein bisschen schwer gefallen, nach Münster zu fahren, weil ich einfach, ich weiß nicht, so immer diese letzte Woche, bevor man weiß, dass man frei hat, das ist irgendwie echt nochmal so ein Stretch. Und irgendwie hängt mir gerade schon wieder alles zum Hals raus. Aber naja, egal. Ich will jetzt hier nicht pessimistisch sein. Ich habe mir vorgenommen, den Abend nicht on bad terms ausklingen zu lassen. Deswegen, ja. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Wir haben auch schon, ich will es gar nicht wissen, 3:30. Ja, ich war heute Vormittag bei 2 Seminaren. Dazwischen war ich im Gym. Und dann bin ich nach Hause gedüst und habe jetzt gerade noch ein Gespräch mit meinem Steuerberater gehabt. Genau, und es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte, weil ich einfach eine unwissende Person bin, die immer noch nicht wirklich einen Peil hat von Finanzen und von Steuern. Ich bin aber wirklich, wirklich dedicated, da jetzt reinzukommen. Also ich habe das, glaube ich, in den letzten Wochen so oft schon gesagt, vor allem auch nach dem Creator Guide Kurs von meinem Management. Das ist wirklich, würde ich sagen, das große Ziel für mich jetzt für 2023, dass ich da einfach ein bisschen fitter drin werde und ein bisschen besseren Überblick habe und ja, das auch irgendwie ein bisschen auszubauen. Also ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich habe irgendwie Bock auf Business-Stuff. Und ich, das ist wirklich auch eine Sache, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich das mal machen wollen würde. Also es war nie auch nur ansatzweise irgendwie in meinem Kopf drin, dass ich mal in Richtung Unternehmen und sowas gehen würde. Also für alle, die jetzt hier confused sind, worüber ich rede, als Content-Creator hat man ein Unternehmen. Man muss sich also auch groß beim Finanzamt, beim Gewerbeamt und so weiter anmelden und damit ist man offiziell Unternehmerin. Man mag es nicht glauben, beziehungsweise die meisten Leute, die nicht so viel damit am Hut haben, die haben das vielleicht auch nicht so auf dem Schirm. Aber ja, es läuft wirklich sehr, sehr viel im Hintergrund ab, was ihr gar nicht so mitkriegt. Ja, was irgendwie auch einen Großteil der Arbeit ausmacht. Also dieses reine Video filmen, Video schneiden, Instagram-Posts machen und so, das ist wirklich im Prinzip nur die sichtbare Spitze des Eisbergs, die man so an Arbeit macht als Content-Creator. Ich erzähle das immer ganz gern, weil ich persönlich das super spannend finde, von anderen Creatoren das zu hören. Und vor allem hätte ich mir das auch gewünscht, als ich damals mit YouTube gestartet habe, dass mir das mal jemand erzählt hätte, weil ich damals wirklich große Schwierigkeiten hatte, Informationen zu finden im Internet, weil das halt auch einfach noch eine recht neue Professur ist und wie die Allmanns dann so sind, über Geld redet man nicht. You know. Ja, deswegen lasse ich das hier und da immer mal einstreuen. Jetzt ist aber genug Business. Jetzt ist back to medicine, weil ich habe morgen nochmal Limette, dieser OSCE-artige Kurs. Auch morgen wird es wieder 6 Fälle geben. Davon sind, glaube ich, auch wieder 3 Paper Cases und 3 mit richtigen Schauspielpatienten. Der Unterschied ist, dass wir jetzt nicht mehr 15 Minuten Zeit haben pro Fall, sondern nur noch 8. Ich war nicht begeistert, als ich davon gehört habe. Allerdings ist es wohl so, dass wir jetzt nur noch bei den Paper Cases die Dokumentation anfertigen müssen. Und bei den Schauspielpatienten fokussieren wir uns dann eben auf die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Anyways, ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Meine Güte. Letzte Woche zur Allgemeinmedizin hatten wir ein Skript. Das haben wir diese Woche leider nicht. Dementsprechend ist meine Taktik jetzt folgende. Ich werde mir jetzt, ich habe ja glücklicherweise die Kardiologie schon vollständig nachgearbeitet. Wer hätte es gedacht?
Und da habe ich jetzt vor, mir die, ich sag mal, häufigsten Erkrankungen rauszusuchen und dann dazu vielleicht ein paar Ankis durchzugehen, ein paar Leitlinien ansatzweise irgendwie mal zu lesen, weil uns ein bisschen so durch die Blume gesagt wurde, dass da jetzt keine exotischen Fälle sein werden. Um euch ein paar Beispiele zu nennen, also was halt sehr, sehr oft vorkommt, ist halt natürlich ein akutes Koronarsyndrom. Dazu gehört zum Beispiel eben auch der Herzinfarkt, die Herzinsuffizienz, eine Thrombose, dann Rhythmusstörungen wie zum Beispiel Vorhofflimmern. Genau, im Rahmen der Herzinsuffizienz natürlich auch Klappenerkrankungen. Ja, ich denke, dass das so die Sachen sind, auf die ich mich auf jeden Fall jetzt fokussieren werde. Werde mir noch mal ein paar EKG-Sachen dazu angucken, weil ich muss echt sagen, ich bin noch nicht so gut im EKG. Also ich werde wohl einen Sinusrhythmus erkennen und ein STEMI vielleicht auch. Das war es dann auch schon. Also. Und uns wurde schon angeteasert, dass auf jeden Fall ein EKG dabei sein wird. Also, oh Mann, jetzt haben wir schon so spät und ich habe irgendwie ein Nap-Bedürfnis gerade. So Leute, ich wollte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie ich das angegangen bin, falls jemand von euch sich mal in einer ähnlichen Situation befindet. Übrigens, sorry, dass ich so fertig aussehe. Es könnte sein, dass ich währenddessen eingeschlafen bin und einen kleinen Nap gemacht habe. Bin tatsächlich auch jetzt erst fertig geworden mit dem ersten Thema und wir haben schon Viertel nach fünf. Also, yeah. Zuerst habe ich mir auf Amboss den jeweiligen Artikel dazu durchgelesen. Hab dann nochmal besonders eben auf diese Schlagwörter hier geguckt, also dieses Schlüsselwissen, das Gelbe hier. Genau, dann hatte ich zunächst auch erstmal in die Leitlinien reingeguckt, aber das war mir dann irgendwie alles zu lang und zu kompliziert. Deswegen habe ich das dann gelassen und bin dann eben relativ zügig durch meine Ankis durchgegangen. Also hier akutes Koronarsyndrom. Da habe ich jetzt aber auch nicht alles von gemacht, weil ich da dann zum Beispiel auch was von klinischer Chemie drin hatte und auch von der Radiologie. Das habe ich dann alles geskippt. Also ich habe dann halt nur das gemacht, was ich denke, was für morgen relevant sein würde, weil ich das sonst einfach zeitlich auch alles gar nicht hinkriege. Genau, und ich wollte jetzt nachher vielleicht hier noch so ein Quiz machen. Also hier kann man so eine Fragensitzung machen. Ja, das hat eigentlich jetzt relativ gut funktioniert. Wir haben 20 Uhr. 20 Uhr, Mama. Ich habe jetzt abgearbeitet. Akutes Koronarsyndrom inklusive Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, Klappenerkrankungen, Thrombose, Tachykardien und Endokarditis. Letzteres kann ich nicht gut. Irgendwie bin ich nicht gut in Infektionskrankheiten. Irgendwie kann ich mir das alles nicht merken. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Beziehungsweise ich habe auch echt Hunger und ich will irgendwie einfach nur schlafen. Deswegen werde ich jetzt morgen mir noch ein paar EKGs angucken. Das habe ich jetzt, abgesehen von der Tachykardie, nicht wirklich gemacht. Ja, in dem Rahmen werde ich mir auch nochmal das Thema AV-Block angucken. Aber ansonsten muss das jetzt irgendwie reichen? Also, das sind jetzt hoffentlich wirklich so die häufigsten Erkrankungen. Und ich hoffe einfach, dass mein Gehirn es morgen schafft, es zu erinnern. Übrigens hier noch eine kleine Info zu morgen. Und zwar werdet ihr in diesem Vlog tatsächlich den morgigen Tag nicht miterleben. Das hat aber alles seinen Grund. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Ich glaube schon. Es hat den Grund, dass Becky, Maxi, Sassel und ich dieses Jahr wieder einmal Christmas Collabs machen werden, die natürlich pünktlich an Heiligabend online kommen werden. Und das Prinzip davon ist ja, dass wir eine große Collab haben mit vier Videos insgesamt. Unsere Tage werden aufgesplittet in Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend. Jeder von uns bekommt im Prinzip einen dieser Tagesabschnitte zugeordnet, sodass ihr dann am Ende zum Beispiel bei mir dann Sassels Morgen, Beckys Mittag, Maxis Nachmittag und meinen Abend habt. Heißt, ihr seht uns alle vier in einem Vlog
und könnt dann, wenn ihr die vier Vlogs dann guckt, im Prinzip so ein bisschen die Puzzleteile der einzelnen Tage zusammensetzen. Das ist so die Idee dahinter. Und morgen ist tatsächlich unser Drehtag. Wir haben uns da alle Tage rausgesucht, die so ein bisschen spannend sind, damit ihr auch was zu gucken habt. Falls euch interessiert, wie das dann morgen läuft, schaut den Vlog nächste Woche, weil ich werde es euch hier nicht erzählen. Auch wenn es mir wahrscheinlich schwerfallen wird, meine Goschen zu halten. Ich gebe mein Bestes. Dementsprechend chill ich jetzt. Wir sehen uns am Freitag. Hello. Hello. Ich melde mich zurück in diesem Vlog. Der gestrige Tag wird ja in den Christmas Collabs zu sehen sein. Da werdet ihr dann auch erfahren, wie die Limette gelaufen ist. Ich kann euch nur sagen, it's hot and spicy. Also schaut nächste Woche unbedingt rein. Mami ist gerade da. Hi. Oh, ich sehe aus wie Gülle. Ich auch. Wir hatten gestern einen kleinen Sleepover und gucken gerade noch ein bisschen Bachelor in Paradise weiter. Gleich geht's für mich zum Friseur. Ich habe extra für kurz vor Weihnachten noch einen Friseurtermin gebucht, weil ich ein bisschen Spitzen schneiden wollte und auch meine Bangs wieder. Guckt euch mal an, wie lange die schon wieder geworden sind. Das ist so krass. Ich habe das Bedürfnis mitzukommen und mir auch Bangs schneiden zu lassen. Ja, mach. Frag doch. Das ist witzig, oder? Frag doch, ob das geht. Es geht ja super schnell. Und ich möchte halt wieder ein bisschen Stufen reinschneiden, weil die mittlerweile auch wieder irgendwie auf einer Länge sind, weil meine Haare wirklich, die wachsen wie Unkraut. Also man kann denen beim Wachsen zugucken. Da ist Hagrid. Was meinst du? Oh, deine Locken sind gerade voll schön. So pretty. Ah, süß. Meinst du, ich soll das echt machen? Ja, so. Ich kann nur nicht, also ich denke mal, dass das geht. Ich fände das wie mega. Wie heißt der Friseur? Freue mich, mega. Super, dann Dankeschön. Ciao. Und? Leute, ich habe jetzt auch einen Termin. Richtig Queen of Being Spontaneous. Und, oh, wie cool. Boah, ich habe richtig Schiss, dass die meine Haare versonnen, weil ohne Scheiß, Leute, ihr müsst ganz ehrlich sagen, ich habe die schönsten Haare der Welt, oder? Ja. Also, honestly. Honestly, auf jeden Fall. So Leute, ich bin zurück vom Friseur und ja, ihr seht jetzt gerade keinen wirklichen Unterschied. Das liegt daran, dass ich meine Haare noch nicht so gut geföhnt habe, weil ich tatsächlich noch eine größere Rundbürste brauche, um den Look so hinzukriegen, wie ich das will. Ich habe ansonsten Spitzen geschnitten. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man so die Spitzen so anfasst und sie sind einfach so voll glatt und I love it. Der größere Reveal wird sich auf Maxis Channel befinden, also huscht mal schnell rüber zu Maxi. Ich werde es natürlich unten verlinken. Ich kann euch wirklich sagen, es sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt zu Maxis Haaren. Maxi auch. Und an der Stelle würde ich dann diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Das war er, der letzte Uni-Vlog in 2022. Und ja, nächste Woche gibt es dann ja noch ein kleines Special, und zwar die Christmas Collabs. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Abonniert alle Esthers Channel, ne? Und be ready for 2023, weil wir haben sehr, sehr viele coole Ideen. Yes, we do. And a lot will be happening. Und ihr dürft natürlich auch eure Wünsche und Videoideen für 2023 gerne, gerne, gerne in den Kommentaren lassen, weil wir lassen uns immer gerne von euch inspirieren. Ansonsten bleibt alle gesund und munter. Habt doch eine schöne letzte Woche vor Weihnachten und wir sehen uns an Heiligabend bei den Christmas Collabs. Bye!